Heute vor 83 Jahren beging Kapitän zur See Hans Langsdorff, der Kommandant des deutschen Panzerschiffes Admiral Graf Spee in Buenos Aires, Selbstmord. Nach erfolgreicher Flucht mit seiner Besatzung in die argentinische Hauptstadt erschoss sich Langsdorff in seinem Quartier am 20. Dezember 1939 in voller Uniform auf der Kriegsflagge liegend, die auf seinem Schiff zum Schluss geweht hat. 3 Tage später wurde er auf dem deutschen Friedhof von Buenos Aires unter großer Beteiligung der Bevölkerung beigesetzt. Die Kommandanten und Offiziere der versenkten und gekaperten Schiffe nahmen an der Beisetzung teil und legten einen Kranz nieder. In einem letzten Brief schrieb Langsdorff: Denn einem Kommandanten mit Ehrgefühl braucht es nicht gesagt zu werden, dass sein Schicksal von dem seines Schiffes nicht getrennt werden kann.